Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Oh yeah, es geht weiter mit den Datenrekonstruktionen. Einer ist noch übrig und zwar der gute Xemnas. Der wird, glaube ich, echt hart. Der wird echt hart, habe ich das Gefühl. So, ich denke mal, es ist keine verkehrte Idee, wenn wir gleich zu Beginn mal Reflekt machen. Ja, kann man mal machen. Ja. Ja. Kann man mal machen. Ah, fuck. Er ist, so. Okay. Okay. Ja. Ja. Was sollen wir bei dem machen? Oh, so funktioniert das ganz gut, wenn wir von Anfang an einfach gleich auf... Es ist von Anfang an keine schlechte Idee, auf Hyper-Offensive zu gehen. Okay. Ich habe zwar eigentlich geblockt, aber ist okay. So, das war schöner Schaden. Okay. Ah, ich hab... Ei. Fuck. Na, das funktioniert aber auch nicht immer. Ja, er hat dich halt dann, wenn er dich halt hat, hat er dich halt in so einer ewig langen Combo drin. Ja. Nein. So. Jawohl! Es macht doch wieder schön. Nein! So. Okay. Yes! Ich glaube, Explosion ist nicht so gut gegen den. Das Problem ist, Explosion haut ihn so weit weg von mir. Jetzt hat er mich wieder in seiner Combo. So.
Alter! Ja, ist er gut, ist er gut, ist er gut, ist er gut! Ist ja gut! Was soll denn das? So, okay. Ey, diese Combo, weißt du? Ich... Ja, jetzt hat er mich wieder in der Combo drin. Das ist doch zum Kotzen. Schau dir das doch mal an. Ja, Refleger bringt auch nichts. Es ist... Es ist wirklich zum Kotzen. So, dann haben wir da wieder ein bisschen Chip Damage. Und wieder die Combo. Was? Ach komm schon! Was soll ich denn gegen diese Combo machen? So. So, jetzt machen wir da wieder ein bisschen Schaden mit. Was tut der? Ach, das! Sehr gut. Komm her, Xemnas! Ich hab was für dich! Gnadenstoß! Und... Tschüss! Geil! Jawoll! Ja! Wir haben Xemnas! Hey! Wir haben alle! Hey! Was? Nein. Nein. Nein, ich muss jetzt... Nein! Ich muss jetzt nicht noch den Kampf mit Riku machen. Oh nein! Oh, das ist fürchterlich. Das ist fürchterlich. Ich würde mal sagen, es ist, denke ich mal, keine schlechte Idee, wenn ich mir... bam bam, so und so. Und dann kriegst du den kosmischen Gurt, den kriegst du. Dann gebe ich dir hier Elixiere. Nur Elixiere. Ich gebe dir mal ein paar finale Elixiere. Ich denke mal, das ist keine schlechte Idee, weil die werde ich danach eh nie wieder brauchen. Doch, werde ich eigentlich. Ha, was benutze ich? Was gebe ich dir denn? Ich gebe dir Mega-Äther. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Weil Elixier ist dann doch zu wertvoll. Das brauche ich eventuell noch. Bei. Nee, die Elixiere brauche ich nicht mehr. Die Menge. Die brauche ich nicht mehr. Komm. Wir geben dem jetzt Elixiere und Gutes. Zur Not kann ich mir neue machen. So.
So, kann ich dir hier noch irgendwas geben, wo ich sag, das brauchst du? Ich könnte den Sternenglücksbringer geben. Kann ich da irgendwas? Das brauchen wir nicht. Gut. Ich hoffe, wir sind bereit. Ich bin es irgendwie nicht. So. Alter, es ist wirklich nochmal der Kampf. Anger and hate are supreme. Aber es bringt ein bisschen. Oh, wir fangen am Boden an. Das ist was. Das ist was ganz was Neues. So. So, yes. Ja, wir wissen es ja, dass das Limit eigentlich eine ganz gute Möglichkeit gegen ihn ist. Anfang vom Ende! Ja, ich denke mal, es hat schönen Schaden gemacht. So. Der hatte mich in der Combo, ich hab Dickkopf. Warte mal. Warte mal. Bei welchem Xemnas fange ich jetzt an? Um Gottes Willen. Das ist... Um Gottes Willen. Anger and hate are supreme. Okay. Jetzt komm schon! Jawohl! Nein! So, jetzt machen wir da wieder ein bisschen Schaden. Sehr schön. Ja, so gefällt mir das. Nein, 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 nein. So. So. Yes, 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 yes. Oh, es ist... So. So, wieder auf ihn. Ist jetzt vielleicht nicht die wundervollste Art, aber sie funktioniert. Sie funktioniert, wir machen sehr viel Schaden. So. Ja.
Nein, nein, nein. Lass mich in Ruhe. Geh weg. So. Ah, jetzt geht das los. Okay, das wird wahrscheinlich jetzt sau schwierig, den da zu befreien. So. Was? So, ihr seht es, ich habe das Situationskommando, besser gesagt das Limit auf ein Situationskommando gelegt. Denke mal, das sollte keine allzu schlechte Idee sein. Sollte eventuell so funktionieren, wie ich mir das vorstelle, aber ich muss sagen, gerade eben komme ich auch so ganz gut voran. So, wieder vereint. Ja, das war sehr gut. Das Limit ist sehr gut. Oh, das Limit ist großartig. Das Limit war sehr gut. So. Okay. So, wo ist er? Alter! Ja, ich habe ihn immerhin getroffen. So, jetzt haben wir ihn wieder. Sehr gut. Verdammt! Kannst du mich mal in Ruhe lassen, bitte? Ah, verdammt! Heula! Okay. Jawohl. Okay. Los, schon weiter auf ihn. Einfach weiter auf ihn. Fuck, nein, ich konnte es nicht mehr unterbinden. Fuck. Ah, das ist das. Das kann ich unterbinden. Okay, okay, okay. Ich krieg dich hin. Ich habe gemeint, dass er will Sora wieder gefangen nehmen. Das wollte ich jetzt die ganze Zeit unterbinden. Deswegen habe ich die ganze Zeit meine Limitform gespammt. Und auch das Limit von Riku. Weil wenn ihr das spammt und ihn angreift, könnt ihr die ganze Zeit
das Unterbrechen. Das habe ich auch immer versucht, aber ich habe es leider nie geschafft. Bis jetzt. Jetzt hat es geklappt. Fuck, ich muss mich echt konzentrieren. Ich muss die ganze Zeit abwechselnd X und Dreieck drücken. X und Dreieck, X und Dreieck. Okay. 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 Heida! Fuck! Ich müsste noch jetzt eigentlich haben, oder? Ich habe volle MP, ich kann jetzt nochmal ein Limit reinklatschen. Und das werde ich natürlich auch machen. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, meine Freunde. Dem werde ich sowas von ein Limit reinklatschen. Das wird sowas von reingeklatscht, klatschiger geht's gar nicht mehr. Verstehst du mich, Xenders? Verstehst du mich? Verstehst du mich? Yes! Gott! Wir haben die Datenrekonstruktionen! Alle! Oh mein Gott! Oh, sie alle zu beherrschen. Oh, wir haben eine Kiste dafür bekommen. Was ist da drin? Zeugnis der Nicht-Existenz. Der Beweis für Soras Sieg im Hof der Zusammenkunft über alle Datenrekonstruktion der Organisation 13. Sora scheint anders als zuvor. Okay. Hab ich da eine Krone auf dem Kopf? Okay, da im Menü sieht man... Ich hab ne Krone auf! Ich hab ne fucking Krone! Sehr schön! Oh, ich freue mich. Ich freue mich, dass wir ihn haben. Oh, viel gibt es jetzt gar nicht mehr in diesem Spiel zu tun. Nur noch die Fungis. Die will ich noch machen. Und sobald wir die haben... Gibt es nur noch eins. Und dann kommt der wahrscheinlich schwerste Kampf im Spiel. Das wird nicht leicht. Das wird nicht leicht, der Kampf gegen Terror. Aber ich würde mal sagen, dass darum kümmern wir uns dann erst beim nächsten Mal. Ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Also gut, meine Freunde. Das waren laufen da die Credits. Das war dann mal Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.